Hi Leute, heute geht es darum, wie du stufenweise deinen Körper reinigen und entgiften kannst und wie lange das Ganze dauert, wie du das Ganze steuern kannst und was dir da für Mittel zur Verfügung stehen. Und zwar habe ich festgestellt, wenn ich mit Leuten rede oder wenn die zu mir kommen, und neulich hatte ich auch wieder ein Coaching, dort war es genauso, dass immer wieder die Annahme gemacht wird, wie lange die Entgiftung dauert. Und dass diese Annahme meist viel zu kurz ist. Und dann wird gezweifelt, weil Fressattacken kommen oder Gelüste auftauchen und man fragt sich dann, ey, wieso kann ich nicht einfach roh essen? Wieso klappt es bei mir nicht? Wieso kann ich nicht einfach ganz natürlich, wie es natürlich in der Natur vorkommt, mich so ernähren, wie es jedes Lebewesen auf diesem Planeten macht, außer der Mensch? Wieso funktioniert es nicht? Wieso kann ich mich nicht artgerecht ernähren? Wieso habe ich dann diese krassen Gelüste, beziehungsweise es sind eigentlich Art Entzugserscheinungen. Und je nachdem, wie stark du da umstellst, können die sehr heftig sein und kommen an den Entzug ran, an den Drogenentzug, kommen die ran. Und viele Sachen, die in unseren Läden stehen, gleichen Drogen oder sind im Prinzip Drogen. Und man muss sich dann nur mal die E-Nummern und Glutamat und diese ganzen Sachen anschauen. Es sind ja suchterzeugende Stoffe und wenn sich unser Körper daran gewöhnt hat, umso mehr, unser Geschmack ist verändert. Der Geschmack ist überhaupt nicht mehr sensibel, uns schmecken normale Sachen gar nicht mehr, weil unser Geschmack so überreizt ist. Und wenn wir jetzt zu schnell in eine artgerechte, ursprüngliche Ernährung wieder zurückgehen, wie sie optimal für unseren Körper ist, wie unser Körper optimal versorgt wird und vital funktionieren kann. Wenn wir den jetzt plötzlich damit wieder versorgen, von Industriekost, Allesesser, tierische Produkte zu einer völlig unverarbeiteten Rohkost zum Beispiel gehen, dann haut unser Körper alles raus an Toxinen und dementsprechend ist es wie ein kalter Entzug. Und dann kann es sinnvoll sein, da stufenweise vorzugehen. Und ich hatte immer wieder Leute, dass das dann vorkommt, vor einem Jahr eventuell vielleicht oder 2, 3 Jahre vegetarisch oder vegan gegessen, wodurch schon eine kleine Entgiftung stattfindet. Und dann komplett roh. Es ging eben viel zu schnell und dann kommen noch diese krassen Gelüste. Und dann kommen so Fragen wie, wieso kann ich jetzt nicht mal fasten? Warum fühle ich mich dann so unwohl? Die Kopfschmerzen, das Emotionale, das Psychische, Depressionen, schlechte Gedanken, die Lebenslust geht runter. Die Freude ist nicht mehr da und das sind einfach die Entgiftungserscheinungen, die dabei dann viel stärker sind, wenn man so extrem da reinspringt. Und ich habe das Ganze in 12 Stufen unterteilt. Und zwar sind die 12 Stufen, natürlich, das kann man einteilen, wie man möchte, aber mit den 12 Stufen hat man mal so einen kleinen Anhaltspunkt, so eine grobe Richtung. Und ich möchte jetzt nicht auf alle Stufen einzeln eingehen, aber du kannst dir das Ganze wie so eine Leiter, wie eine Treppe, wie ein Stufensystem vorstellen. So, also du hast zu Beginn auf deiner Basis, wo du und die meisten starten, hast du Industriekost, Allesesser, alles mit drinnen. Und dann geht es eben von den Detox-Leveln her, von der Entgiftung her, von der Reinigung des Körpers weiter nach oben. Und
wenn man das jetzt mal in 12 Stufen eben untergliedert, dann würde ich persönlich erstmal im Allgemeinen vom Verunreinigungsgrad, vom Krankheitsgrad der Körper in unserer Bevölkerung im Allgemeinen so grob mal 3 bis 6 Monate ansetzen pro Stufe. So, dann hast du 12 Stufen. 3 bis 6 Monate bedeutet, du hast bei 12 Stufen 3 bis 6 Jahre. Und das ist ganz, ja, noch ganz nett berechnet. Das kann auch länger dauern. Es kommt darauf an, auf deine Vorgeschichte, auf die Belastungen, Schwermetallbelastungen, sonstige Schadstoffe, was hat deine Mutter an dich weitergegeben, alles, was deine Eltern konsumiert haben und dir einmal schon über die Gene weitergegeben haben, über die Gewohnheiten. Und über die Muttermilch, über den Bauchnabel, über die Nabelschnur direkt. Was wurde da an dich weitergegeben? Dann die Umweltbedingungen. Wo hast du gelebt? In der Stadt. Das habe ich neulich auch extra ein Video gemacht. Und diese ganzen Faktoren spielen da mit rein. Alles. Wie viel Sport hast du gemacht? Bewegung ist ein unglaublich großer Punkt. Und dann auch deine Psyche, die Emotionen, wie viel Wasser hast du gegessen? Alles spielt da mit rein. Was hattest du da für eine Krankheitsgeschichte bisher in deinem Leben? Und wie alt bist du jetzt? Das sammelt sich an über die Jahre natürlich. Unser Körper kommt ja nicht mehr nach damit. Und dementsprechend braucht man sich da kein schlechtes Gewissen machen, wenn man nach einem Jahr nicht bei Rohkost bleiben kann, wenn man 20, 30, 40, egal wie lang, 50, 60, 80 Jahre Industriekost, tierische Produkte und so weiter gegessen hat. Stark säurebildende Produkte. Dementsprechend. Die Gelüste sind weniger, wenn du langsam und schrittweise vorgehst. Und viele denken dann, oh, ich kann da überspringen und was weiß ich, und probieren sich an dieser Stufe, an dieser Leiter. Wenn du dir überlegst, stellst du dir das wie eine Leiter vor. Jede Sprosse ist eine Stufe, ist eben einer von den 12 Schritten. Und du kannst vielleicht mal eine Sprosse auslassen. Greifst gleich mal 2 Sprossen nach oben. Das geht noch, wenn du die Kraft und Energie hast, kannst du dich da hochziehen. Aber wenn du mehr als 2, 3 Sprossen auslässt, dann ist es nur wie wenn du dich irgendwie mit einem irgendeinen Haken, mit einem Seil hochgeworfen hast und du baumelst da nur so. Du bist nie wirklich auf dem Level, weil der Körper sich noch gar nicht richtig gereinigt hat in die Richtung. Das dauert wirklich dann die Jahre, der Prozess. Und dementsprechend macht es lieber langsam und schrittweise. So vermittle ich das auch immer. Dafür habe ich auch die Bücher geschrieben, die E-Books, wo ich dann die Rezepte drin habe, mit den Schritt für Schritt eben zur gesunden Ernährung, ist eben auch der Titel von den E-Books. Und es ist eben dreiteilig, wo dann komplett nach und nach neue Lieblingsgerichte integriert werden, du kannst neue Geschmäcker entdecken und baust dir da ein stabiles Fundament, gehst wirklich auch mit deinen Füßen auf diese Sprosse und hangelst da nicht irgendwie halbe auf der Leiter rum. So, du gehst da wirklich nach oben und stabilisierst dich auf der Stufe. Und dann kannst du wirklich, auch wenn du jetzt schneller gemacht hast, du kannst damit ja natürlich gerne spielen. Du kannst da mal ein paar Stufen auslassen, gehst wieder vor, zurück. Am besten immer 2 vor, eine zurückhöchstens und dann wieder 2 vor. Dann bleibst du mal ein bisschen auf einer Sprosse, sammelst ein bisschen Kraft und Energie und dann gehst du zur nächsten. Aber mach dir da nicht zu viel Druck. Wichtig ist, dass du dich stabilisierst und dauerhaft vorangehst. Dieses
kontinuierliche. Das ist wie wenn du Wasser in einem Topf hast und es zum Kochen bringen möchtest. Da reicht eine ganz kleine Flamme, eine minimale Flamme reicht da aus. Aber die muss dauerhaft und stetig an sein. Ansonsten kühlt dein Wasser immer wieder ab. Viele machen dann, oh, jetzt habe ich ein Jahr lang Rotkost gemacht, jetzt habe ich einen 30 Tage Fasten gemacht oder was auch immer. Und danach Flamme wieder aus, ein kleines Strohfeuer unterm Topf. Das Wasser hat sich nicht wirklich erhitzt, ein bisschen, aber dann kühlt es wieder ab und du fängst wieder von Null an. Das ist der Punkt. Und du bist nie an diesen tieferen Reinigungen, an diese älteren Krankheiten, diese tiefen emotionalen Wunden, psychischen und emotionalen Sachen rangekommen. Die kommen dabei gar nicht hoch. Und dementsprechend, wenn du dazu krasse Gelüste hast, ich habe ein kostenloses PDF auf meiner Webseite, die drei Gelüste, Fett, Zucker, Salz. Und dort kannst du wirklich dann einfach Schritt für Schritt mit dem Ampelsystem, ist ein PDF drinnen, eine Seite, einfach nur ganz klar, gehst du weiter vor, dass du zum Beispiel statt einem denaturierten Öl ein kaltgepresstes verwendest. Und dann gehst du immer weiter, bis du nur noch natürliche Fette verwendest, wie Kokosfett, Kokosmus, Kokosfleisch bzw. Avocados, Nüsse, Mandeln, Haselnüsse, egal, irgendwelche Nüsse, eben natürliche Fettquellen. Und so kannst du dich da schrittweise vorarbeiten und es langsam einfach nur ersetzen. Kannst dir da einen Plan schreiben, hey, nimmst dir vor, die nächsten 3 bis 6 Monate bleibst du eben bei dem. Und dann musst du dir irgendwann aber auch, wenn du diese Fressattacken hast, sagen, hey, jetzt bleibst du mal bei der Stufe, dass du vollwertig vegan zum Beispiel oder zumindest vegan, keine tierischen Produkte mehr, die eben sehr stark säurebildend sind im Körper, die unser Körper gar nicht richtig verarbeiten kann, dass du die mal weglässt bei solchen Fressattacken. Es gibt unglaublich leckere vegane Möglichkeiten mittlerweile. Dann greif eben auch lieber zu ein bisschen was zubereiteten Veganen. Gibt es im Supermarkt alles Mögliche. Und greif dazu, dass du da eine Stufe, nur eine Stufe besser bist von diesen 12. Diese Dauerhaftigkeit ist dabei eben das Wichtige. Und dann kannst du, wie gesagt, irgendwann weitergehen, wenn du merkst, du hast dich da stabilisiert. Du kannst natürlich, wie gesagt, auch mal 2, 3 vorspringen, Stufen. Aber zu viel würde ich nicht vorspringen, wie gesagt. Du kannst mal Reinigungsphasen machen, du kannst mal einen Fasten, wie gesagt, machen, Frühstücksfasten oder eine Woche nur Früchte essen. Aber das sind dann nur Reinigungsphasen, danach dann wieder stabilisieren. Mehr Grün, mehr dichtere Sachen, eventuell einen gedünsteten Kürbis, ein paar gedünstete Sachen. Aber komplett in die Rohkost reinzuspringen, ist da dann wirklich sehr schwer, vor allem auch mit unseren Umgebungsbedingungen, wo ich eben neulich schon mal ein Video drüber gemacht habe. Also, du kannst jetzt konkret zum Beispiel schauen, hey, wo bist du? Wo kannst du dich da einordnen? Wie lange hast du dich zum Beispiel schon vegetarisch, vegan ernährt, pflanzlich, vollwertig und kannst dann dementsprechend voranschreiten. Und dann kannst du das Ganze auch viel stabiler machen, gleichzeitig auch Achtsamkeitsübungen, Übungen, wo du ein Bewusstsein entwickelst, Atemübungen, Meditation im Alltag einbauen. Habe ich neulich jetzt erst neue Meditation gemacht. Bin mal gespannt, wie es euch gefallen. Schau unbedingt mal auf meine Homepage drauf. Unter den Downloads findest du jetzt Hörspiele und ja. Meditationen, auch zum Essen, einen zum Chanten, dass du wirklich das Bewusstsein, die Achtsamkeit entwickeln kannst. Also schau da einfach mal drauf. Genau. Und dann kannst du konkret eben Schritt für Schritt vorgehen. Und musst dir da kein schlechtes Gewissen machen, wenn du dann wieder Fressattacken hast. Dann kommt es nur, weil dein Körper jetzt die Energie hat, diese alten Sachen auszuscheiden. Du hast ja die Gelüste auch nicht auf irgendwas, was du nicht früher zu dir genommen hast. Du hast ja dann genau die Gelüste auf die Chips, die du früher gegessen hast. Dann mach dir doch was anderes. Mach dir Rohkostchips oder
zumindest dann vollwertigere Chips. Mach dir selber irgendwelche Chips vielleicht aus einem kaltgepressten Nativenöl. Ersetzt es dann so, das ist noch tausendmal besser. Sonst musst du es, wenn du es dann wieder auch zu dir nimmst, wenn du diese Gelüste hast, dann musst du es irgendwann wieder ausscheiden und hast du wieder die Gelüste. So kommst du nicht aus diesen Teufelskreisen raus. Du kannst eben dann diesen Zwischenschritt gehen und eine kleine bessere Sache und dann kannst du langsam aus diesen Teufelskreisen rauskommen und dich immer gesünder ernähren, ganz einfach. Und kannst es perfekt genießen, kannst neue Geschmäcker entdecken. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei, wünsche dir viel Spaß auf dem Weg. Und wenn du Tipps dabei brauchst, jetzt ist eben auch wieder der neue Kurs gestartet, Nutrition Now, wo ich explizit dich dabei begleite, 10 Wochen lang, dass du aus diesem Ernährungswirrwarr rauskommst. Und nach den 10 Wochen ist dir klar, weil du selber die Erfahrung gemacht hast an deinem Körper, wie das Ganze funktioniert, dann braucht dir niemand mehr was über Gesundheit erzählen. Dann kannst du das selber am eigenen Körper nachvollziehen. Dieses Wissen gebe ich dir an die Hand und unterstütze dich dabei. Also wenn du da noch mitmachen möchtest, dann schau unten drunter, steht der Link. Und ich freue mich, dich dabei zu begleiten. Und auch ansonsten kannst du immer gerne deine Fragen einfach hier unter die Videos kommentieren oder mir eine Mail schreiben. Und dann mach's gut.